Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ja, wir gucken uns die 39. Kalenderwoche an, Leute. Das ist, wir haben nur noch, drei Monate bis Jahresende. Das ist total verrückt. Das ist jetzt schon Oktober und das ist ja die letzte Septemberwoche sozusagen gewesen des Lesens. Und ich, kann gar nicht glauben, wie schnell es dann doch jetzt Herbst-Winter gefühlt wurde. Ich habe immer das Gefühl, bis zum Sommerurlaub zieht sich so das Jahr ein bisschen und danach geht es relativ schnell. Obwohl ich sonst keiner bin, der das Gefühl hat, dass die Zeit sehr schnell vergeht. Ich finde halt, sie vergeht ganz normal, ganz in Ordnung. Es gibt natürlich Wochen, die gehen schneller und langsamer. Aber dass es jetzt irgendwie schon Oktober ist, ist schon irre. Aber ja, eine wunderbare Bücherwoche ging vorüber, die wirklich so gefühlt alles hatte, was man sich von Büchern verspricht. Und ich denke, damit fangen wir jetzt auch einfach mal an. Insgesamt habe ich 4 Bücher gelesen und ich packe Buch 1 und 4 der Woche einfach mal direkt hintereinander zusammen, denn es sind Band 1 und 2 einer Reihe. Ja, auf Instagram habt ihr schon gesehen, gerne der Link unten in der Infobox, guckt vorbei, wenn ihr auch Instagram habt. Und zwar ist das Redwood Love. Ich habe Band 1 und 2 gelesen in dieser Woche. Es beginnt mit einem Blick und der zweite Teil, es beginnt mit einem Kuss von Kelly Moran. Ich denke mal, beide Bücher jetzt wahrscheinlich schon relativ bekannt. Ich habe beide gelesen und überraschenderweise tatsächlich gut gefunden. Dann habe ich in dieser Woche gehört von Nicola Barrot das neue Buch, die Liebesbriefe vom Montmartre. Nach Redwood Love war mir weiterhin nach romantischer Stimmung, was so, glaube ich, meinem Gefühlsleben gerade ganz gut tut, so, ne, so ein bisschen, wenn man gestreichelt wird in Richtung Herbst, wenn es kalt draußen ist, dann hört man ein bisschen Nicola Barrot, dann geht es einem relativ schnell wieder sehr, sehr gut, zumindest mein Gefühl. Und die ganze Woche gelesen habe ich ein High-Fantasy-Buch, da fehlen mir immer noch die Worte, und zwar Silence von Kerstin Merkel. Also es ist wirklich ein Wälzer, der mich die ganze Woche begleitet hat, neben den Hörbüchern, neben dem Hörbuch sozusagen. Und Redwood Love habe ich jeweils vorher und nachher gelesen. Also ich habe nichts parallel zu Silence gelesen und das hat auch absolut seinen Grund. Und das hört ihr dann natürlich später. Serientechnisch habe ich mit einer neuen Serie blöderweise angefangen, was mir jetzt wahrscheinlich in den nächsten 2 Wochen auf jeden Fall Lesezeit klauen wird. Und ich habe The Dark Knight angeguckt. Batman mit Christian Bale und Heath Ledger, den ich abgöttisch liebe. Beide eigentlich finde ich absolut perfekt. Aber ja, wir kommen jetzt erstmal zu den Büchern, bevor wir über alles andere schwärmen. Und zwar habe ich gelesen Redwood Love, es beginnt mit einem Blick und es beginnt mit einem Kuss von Kelly Moran. Und ich rutsche jetzt, glaube ich, einfach mal rüber und kann ich beide Bücher einfach schon einblenden, denn ich habe sie auch jeweils als E-Book gelesen. Zwei liebe Freundinnen haben mir von Redwood Love, dem ersten Teil, total vorgeschwärmt. Und da es das E-Book für 5 Euro, glaube ich, aktuell gibt oder gab, habe ich mir den ersten Band auch geholt und habe ihn am Wochenende gelesen. So in 2-3 Schüben war ich durch und wusste, okay, ich brauche den zweiten Band auch sehr schnell und zeitnah. Und habe ihn mir dann auch direkt diese Woche besorgt und habe ihn Freitag auf Samstag im Grunde weggesuchtet. Denn ich war dann mit Silence im Grunde fertig und dachte, ach, liest du doch mal rein. Und und man hört es schon. Ich hätte, glaube ich, mir nicht den zweiten Band geholt, wenn mir nicht der erste gefallen hätte. Und man liest auch ein Buch nicht weg, was einem nicht gefällt. Ich fand beide Bücher wirklich sehr, sehr gut für ihr Genre, was auch immer sie sind. Das muss man ganz klar sagen. Es ist für mich kein New Adult, weil die Charaktere einfach schon viel älter sind als bei New Adult, schon viel mehr im Leben stehen, eigentlich schon wissen, was sie wollen, wie sie es wollen. Und es ist im Grunde schon eher eine normale Lebensgeschichte, die sich eben in diesem Redwood Love, in diesem Städtchen Redwood sozusagen, im Grunde stattfindet. Wir sind eben in Redwood, in einem kleinen malerischen Städtchen in Oregon. Und man stellt sich das so richtig schön romantisch im Grunde schon vor. Und dort gibt es eine Tierarztpraxis, die von den 3 O'Grady-Brüdern geführt werden. Wir haben Flynn, wir haben Kate und wir haben Drake. Oh meine Güte. Ja, die 3 Brüder haben im Grunde die Tierarztpraxis im Griff
Und um jeden dieser Brüder handelt sich sozusagen ein Band. Und dieses Städtchen ist eben ja sehr malerisch, sehr, sehr klein. Jeder weiß alles voneinander. Alle kennen sich schon immer und ewig. Und es gibt verschiedene Veranstaltungen. Und ich glaube, die Tante der Brüder ist dann auch die Bürgermeisterin. Und die Mutter ist auch überall involviert. Und ja, also es ist ein schnuckeliges Dörfchen und wird auch ganz wunderbar beschrieben. Im ersten Teil, es beginnt mit einem Blick, lernen wir Avery und ihre autistische Tochter Hayley kennen, die eben neu in diese Städtchen dazukommt. Sie ist frisch geschieden. Es war keine sehr nette Scheidung. Allerdings hat sie komplett das Sorgerecht für ihre Tochter. Und ja, wir haben hier natürlich schon ein sehr tiefgründiges Thema, was eben dieser Autismus von Hayley ist, den ich finde, der sehr gut rübergebracht wird. Sehr identisch, natürlich nicht ganz realitätsnah, das wäre, glaube ich, auch sehr anstrengend als Leser. Aber es kommt Autisten, die ich auch kenne, doch sehr nahe. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass sich die Autorin hier mit dem Thema beschäftigt hat, was eben diese Bücher nicht zu für mich oberflächlichen, ich sag mal, New Adult Büchern macht, sondern da wirklich Themen dahinter stehen, die sehr tiefgründig sind. Und ja, im ersten Teil lernen wir eben Avery kennen und auch eben ihre Tochter Hayley. Und ja, über fünf Ecken fängt sie dann eben ja in dieser Tierarztpraxis das Arbeiten an, wird da die Assistenz und wird auch ja überall anders so ein bisschen eingespannt, wird sehr schnell in diese Stadtgemeinschaft aufgenommen. Und ja, sie trifft eben auf Kate. Und Kate ist so ein bisschen der Playboy der Stadt, hatte gefühlt schon jede Frau und alle bringen ständig Essen, Kuchen und Sonstiges mit, wenn sie mit ihren Tieren bei ihm ja einen Termin haben. Und ich glaube, er war anfangs gar nicht so abgeneigt von diesem Ruf, den er hatte, bis er dann eben auf Avery und Hayley trifft und merkt, ja, da geht doch irgendwas Tiefgründiges. Und auch wenn beide eigentlich sich dagegen wehren, ja, so die Liebe auf den ersten Blick, ja, die spürt man zwischen den beiden auf jeden Fall sehr. Eine sehr schöne Liebesgeschichte, wie ich finde, weil eben auch eine schöne Lebensgeschichte von beiden jeweils erzählt wird. Wir haben springende Perspektivwechsel, wenn man so möchte, was mir unglaublich gut gefallen hat. Ich war auch nie irgendwie durcheinander oder Sonstiges. Ich fand das wirklich sehr schön gemacht, dass man so ihre Gefühle hat, seine Gefühle und das immer so ein bisschen im, ja, in Wellen irgendwie wunderbar erzählt wurde. Das hat mir sehr gut gefallen. Ein bisschen nervig fand ich im ersten Teil tatsächlich so dieses Hin und Her. Ich bin davon persönlich einfach kein Freund, weil ich glaube ich auch einfach sehr selten in meinem Leben jemand so Schwankendes bin. Es hat sowohl Vor- wie Nachteile, wenn man immer sehr straight ist und ein Kopfmensch und weiß, was man will oder auch eben nicht, weil da nicht viel Luft eigentlich ist. Allerdings, wenn ich dann halt solche Romane lese, wo wir eben eine Protagonistin haben, die gefühlt heute so, morgen so, gestern anders, das finde ich persönlich auch sehr anstrengend und denke mir, zum Glück gehen solche Themen nicht in deinem Kopf vor dir. Das ist so ein bisschen mein Kritikpunkt, was es mir ein bisschen schwer getan hat, mich so richtig mit Avery ja im Grunde zu verbinden. Wobei ich liebe auf den ersten Blick, das gibt es, das habe ich auch schon erlebt. Da konnte ich mich gut einfinden, das fand eine meiner Freundinnen nicht so toll. Die sagt, ach, das gibt's gar nicht. Das kann ich mir immer gar nicht vorstellen, dass man jemanden sieht und man ist da von Sinnen. Doch, ich kann das gut nachvollziehen und von daher fand ich das wirklich schön. Es war halt leider im ersten Teil schon noch so ein bisschen, ich weiß auch nicht, es hatte mich noch nicht zu 100%, aber mir hat es sehr, sehr gut gefallen, weil auch die Liebesgeschichte, auch so die erotischeren Szenen, ich finde, sehr erwachsen waren, sehr schön waren, nicht zu triefig vor Kitsch und wirklich so das Maß hatten, das ich mag und brauche. Ich sag's jetzt einfach mal so. Beim zweiten Teil treffen wir auf Flynn, den Bruder von Kate. Und ja, Flynn ist im Grunde taubstumm und ja, tut sich aber eigentlich sehr leicht in dieser Gemeinschaft, weil sehr viele eben auch die Gebärdensprache sprechen und ja, auch seine Familie komplett hinter ihm steht. Überhaupt sind diese drei Jungs oder Männer, es sind ja Männer definitiv, sind ja sehr, sehr gefühlvolle Männer, was ich sehr schön finde, dass man das auch zeigt, denn es gibt durchaus Männer, die auch Gefühle haben. Also das wird ja immer so abgetan wie Männer und Gefühle, dass das passt nicht. Diese Erfahrung habe ich persönlich, glaube in meinem Leben nur 2-3 Mal gemacht. Männer haben durchaus auch Gefühle und ich finde es schön, dass diese Männer so gezeigt werden, dass sie diese eben auch
ohne irgendeine Konsequenz zeigen dürfen. Und das hat mir unglaublich gut in dieser Reihe gefallen. Ja, bei Flynn, er ist eben taub und kann nicht hören, hat aber seine Assistentin Gabby, die ihn eben schon immer seit dem Kindergarten unterstützt, durch die Schule, durch die Highschool, durchs College. Und dann eben auch geht sie seinen Weg im Grunde mit, wenn er Tierarzt wird. Und sie möchte eben auch etwas Gutes tun und wird dann eben Arzthelferin und unterstützt eben diese Praxis. Die beiden sind immer nur Freunde gewesen und irgendwie haben sie den Moment wohl verpasst, in denen sie sich irgendwie hätten verlieben können sollen. Und es passiert eben mit dem ersten Kuss, wie es ja so in der Unterschrift sozusagen heißt. Und beide merken doch irgendwie in diesem Moment, es passt eigentlich mehr. Wir sind mehr als Freunde. Und auch Gabby kommt so ein bisschen raus aus ihrem Freundinnen. Immer wird sie eigentlich übersehen von den Männern und alle halten sie immer nur für die nette Gabby. Aus diesem Blickwinkel verschwindet sie. Und beide haben halt das Problem, dass sie an dieser Freundschaft eigentlich festhalten wollen und eigentlich Angst haben, diese Gefühle zuzulassen, weil wenn es schief geht, verliert man halt nicht nur den Partner, sondern auch den besten Freund. Und auch hier konnte ich mich unglaublich gut hineinversetzen, weil ich sowas auch in der Vergangenheit schon erlebt habe und einfach genau weiß, was man denkt. Und da ist durchaus dieses Hin und Her, was mir im ersten Mal so ein bisschen gestört hat, konnte ich hier absolut nachvollziehen, denn man hat dieses Hin und Her im Kopf und ist sich eben lange nicht sicher, für was entscheidet man sich. Und diesen Weg begleiten wir. Zudem geht die Geschichte im Grunde schon weiter. Es sind keine unabhängigen Romane, sondern wir lernen, haben natürlich im ersten Teil Charakter kennengelernt, die auch jetzt in uns Band 2 begleiten, dann auch in 3. Und die Geschichte aus Band 1 geht im Grunde im zweiten weiter. Denn die Hauptcharaktere aus 1 sind eben Nebencharaktere in 2 und ich denke mal, es wird dann eben auch weiterführend in 3 weitergehen. Und das finde ich super, super schön, denn man begleitet eben auch Charaktere, die man ins Herz geschlossen hat, die einem irgendwie wichtig sind. Man kennt die Nachbarn, man kennt die Tiere aller Versammelten und dieses Leben drumherum passiert so schön weiter, gefällt mir unglaublich gut. Und mir hat im zweiten Teil um Längen besser gefallen, dass eben nicht nur die Liebesgeschichte, Freundschaftsgeschichte so im Fokus stand, sondern auch einfach mal Dinge passiert sind. Also wir hatten hier ein Fest, was irgendwelche Auswirkungen hatte. Es ist was mit Tieren passiert, was irgendwelche Auswirkungen hatte. Und es sind einfach auch so ein paar Schreckmomente, die einfach so dieses Tierarztleben wohl mit sich bringen, die man eben einfach hat. Und wenn man halt auch ein Herz für Tiere hat, dann geht einem hier drin halt auch das Herz auf. Und das hat mir im zweiten Teil viel, viel besser gefallen. Zudem fand ich, ging es auch ein bisschen schneller. Es ist mehr passiert auf den Seiten und ich habe es wirklich einfach verschlungen. Und ihr merkt es schon, ich bin wirklich sehr angetan von dieser Buchreihe. Überraschenderweise, wer hätte das gedacht? Ich glaube, ich habe einfach jetzt was fürs Herz gebraucht, nachdem es so kalt war Anfang der Woche und noch am Wochenende, wo ich dann einfach dachte, so, jetzt musst du dich einfach von innen ein bisschen wärmen. Und das hat mir bei Redwood Love sehr, sehr gut gefallen. Und ich mag auch, dass es sehr realistisch ist, dass nicht über 50 Seiten hinweg eine erotische Sexszene beschrieben wird mit allen Details, wo die Schweißperlen gerade laufen oder was auch immer, sondern es schon sehr schön beschrieben ist, sehr ausführlich beschrieben ist, auch sehr echt beschrieben ist, aber eben man nicht so mit einem Zoom in diese Szene hineingeht, sondern schon noch irgendwie der Betrachter einfach ist und sich das so ein bisschen mitnimmt und nicht so, man ist im Grunde gefühlt live dabei, wer das möchte, ja, aber ihr versteht. Auch der Kitsch im zweiten Teil ist gefühlt wirklich in einem wunderbaren Level, der mir zu keiner Zeit zu viel war. Und wie gesagt, ich habe den an dem Abend weggesuchtet, habe, glaube ich, um kurz vor 2 das Buch dann auch beendet und war sehr angetan. Ich freue mich jetzt auf den dritten Teil, der, glaube ich, im Oktober erscheint. Und auch den werde ich auf jeden Fall lesen. Und das ist wirklich so ein Wohlfühlroman, der wirklich Gefühle in einem so ein bisschen freisetzt, der einen zum Lächeln bringt, zum Weinen bringt, der einen wirklich tief berührt und einfach, so das Leben eben einfach beschreibt und man da einfach begeistert mitgeht. Und das gefällt mir an beiden Teilen wirklich sehr, sehr gut. Und ich denke auch, dass mir der dritte Teil um Drake dann gefallen wird, weil auch das ein sehr interessanter Charakter ist, den wir natürlich schon aus 1 und 2 kennengelernt haben. Und da dürfen wir uns auf jeden Fall freuen. Also für alle, im Grunde, die ein bisschen erwachseneres New Adult mögen oder eben aber so Liebes-, Lebensgeschichten mögen und das wirklich so vor dieser wunderschönen Kulisse in Oregon, da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Zudem finde ich auch die Cover sehr, sehr gelungen und wirklich schön. Also
Ja, wer hätte es gedacht, ne? Ich nicht zu Beginn der Woche. Dann ist das neue Buch von Nicolas Barrot bei mir als Hörbuch eingezogen. Und zwar die Liebesbriefe von Montmartre. Und ich lese immer mal wieder sehr gerne Nicolas Barrot. Alles fing ja irgendwie an vor 5, 6 Jahren mit Das Lächeln der Frauen, der irgendwo auch hier steht. Der ist auf jeden Fall im Regal stehen geblieben. Und ich habe auch noch einen etwas älteren Barrot auf dem Sub. Dazu müsste man jetzt nur wissen, wo gerade die Barrot-Bücher stehen. Das ist, wenn man hier immer mal umräumt, dann verliert man den Überblick. Vielleicht sollte man es doch alphabetisch sortieren. Dann wäre Barrot wahrscheinlich irgendwo da oben, weil es ist ja B. Ja, je nachdem, ob man nach vor oder nach. Ja, ich schweife schon wieder aus. Ja, das ist das neue Buch von Nicolas Barrot, hinter dem ja wohl gar kein echter französischer Autor steckt, sondern es wird ja immer gemutmaßt, dass das die Herausgeberin, die Verlegerin ist oder die Frau vom Verleger des Thiele Verlags ist und dass diese Frau irgendwann dachte, ich möchte so Romane schreiben, wie ich sie als Frau auch gerne lesen möchte. Und sehr oft sind ja Nicolas Barrot Bücher nicht aus der Sicht der Frauen geschrieben, sondern aus der Sicht der Männer. Und so haben wir das aus. Ich auch. Wir haben es vertont bekommen von Steffen Groth, der es wirklich für mich wunderbar vertont hat. Es ist eine sehr angenehme Stimme, eine sehr warme Stimme, eine weiche Stimme, die auch die Stimmung einfach ja, von diesem Buch, von den Charakteren einfängt. Und dadurch, dass eben ja, der Mann im Grunde uns seinen Blickwinkel erzählt, ist es auch schön, eine männliche Stimme zu haben. Dann hat man eben so das Gefühl, dass eben unser Julian, das ist der Charakter aus dem Buch, uns diese Geschichte auch erzählt. Also ein toller Sprecher, hat sehr viel Spaß gemacht zu hören und kann ich wirklich als Sprecher auch sehr gut empfehlen und mochte ich sehr, sehr gerne. Auch eben auf höherer Geschwindigkeit wirklich noch wunderbar, wie man es anhören kann und was für ein Gefühl das bei einem hinterlässt. Ja, wir treffen auf Julian, das ist ein Autor, ein sehr erfolgreicher Autor, der sehr jung mit, glaube ich Mitte 30, seine Frau ist 33, die aber leider an Krebs gestorben ist und er jetzt mit seinem Sohn Arthur im Grunde ja allein lebt, sehr an diesem Tod sozusagen nagt seiner Frau und eigentlich nicht so richtig mehr aus dem Pott kommt, nicht mehr so richtig ins Leben zurückfindet, irgendwie sagt, ja, ich habe halt noch einen Sohn, dafür lebt, wo lohnt es sich zu leben, aber mit seiner Frau Helena ist eben nicht nur seine Frau gegangen, sondern auch ein Teil von ihm und er musste ihr kurz vor dem Tod versprechen, dass er ihr 33 Briefe schreiben wird, für jedes Lebensjahr sozusagen einen, in dem er einfach so seine Gefühle, seine Trauer, was er erlebt hat, niederschreibt und hat da auch einen Platz am Grabe, wo er das verstecken kann. Und sie verspricht ihm, mit Ende des letzten Briefes wird eben auch eine große Wendung in sein Leben eintreten und das ist so das Versprechen der beiden. Und wir begleiten jetzt sozusagen Julian in dieser Trauerphase seines Lebens, wie er die Briefe schreibt, was er seiner Frau schreibt und was dann so zwischendurch eben passiert. Denn auf einmal sind diese Briefe weg und er erfindet etwas an diesem geheimen Ort, von dem eigentlich keiner weiß, dass es diesen Ort gibt. Und ob jetzt natürlich tatsächlich etwas Übernatürliches, ein Geist damit was zu tun hat oder etwas Sterbliches, was einfach doch ein logisches Ende nimmt, das müsst ihr dann einfach selbst lesen oder hören. Sehr begeistert hat mich die Ich-Form dieses Buches, denn wir haben wirklich das Gefühl, wir sind mit Julian an einem Tisch und er erzählt uns diese Geschichte. Ich finde, dieser Stil, diese Art des Erzählens passt sehr gut in diese Geschichte, einfach um ganz tief und nah bei Julian zu sein. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und man erfährt einfach sehr viel über Julian, über die Ehe, über seine Frau, über seinen Sohn, über die Freunde. Auch die beste Freundin seiner Frau spielt eine relativ große Rolle und man erfährt dadurch sehr viel. Was fühlt er, was denkt er, was macht er? Und man hat halt hier wirklich wunderbare Zusammenhänge, die man in dieser Ich-Form wirklich sehr, sehr gut erklärt und beschrieben bekommt. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Zudem ist der Schreibstil von Nicolas Barrot ein sehr flüssiger Stil, ein sehr warmherziger Stil und ein sehr einnehmender Stil. Das gefällt mir sehr, sehr gut und man ist halt innerhalb von einer halben Stunde des Hörens wirklich mitten in der Geschichte drin und ich finde, sie lässt einen wirklich einsinken in die Geschichte. Man träumt sich dann eben einfach so einen Film im Kopf und es lässt einen sehr, sehr berührend zurück. Also immer, wenn ich zu Ende gehört habe, irgendeinen Teil, den ich gerade gehört habe,
hing diese Geschichte noch so ein bisschen nach und ich habe mich sehr gefreut, dann auch einfach weiterhören zu können und habe die Momente des Hörens wirklich sehr, sehr genossen. Was mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass die Charaktere sehr lebendig waren, sehr lebhaft beschrieben wurde. Man hatte Gesichter vor Augen, man hatte Orte vor Augen, man hatte diesen Friedhof von Montmartre vor Augen und man konnte sich wirklich so hineinversetzen. Und ich mochte auch einfach die Charaktere drumherum. Ich mochte Julian, ich mochte Arthur, ich mochte die Familie von Julian unglaublich gut, auch seinen besten Freund, der so ein bisschen für Humor gesorgt hat, der ihn doch immer auch mal so ein bisschen gefordert hat, raus aus seinem Loch zu kommen, aus diesem trauernden Loch. Und das mit so einer Art gemacht hat, die ich sehr herzlich und schön fand. Und ich glaube, so funktionieren tatsächlich Männerfreundschaften. Das, so stelle ich mir das zumindest vor. Und das hat mir unglaublich gut gefallen. Und ich mochte einfach dieses ganze Zusammenspiel dieser Charaktere, dieses doch etwas ernsteren Themas, dieser Trauerbewältigung, dieses jetzt stehe ich irgendwie allein im Leben da, was wird jetzt, was mache ich jetzt? Und dann eben so dieses, ja, die Vergangenheit ist wichtig, aber das Leben passiert eben einfach in der Zukunft. Und so, dass man ja dieses Gleichgewicht irgendwie herzustellen versucht und ja, da begleiten wir eben einfach Julian. Und das fand ich sehr echt, sehr ehrlich, sehr ernsthaft, sehr berührend, sehr emotional. Aber es hatte eben diese bekannte Barot-Leichtigkeit und einfach so dieses, ach, dass einem ganz wohlig irgendwie dabei wurde. Und das, finde ich, hat Barot wieder unglaublich gut gemacht und hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es leider an mancher Spur doch zu kitschig und zu gewollt. Ein bisschen zu konstruiert, aber das ist einfach nur mein persönlicher Geschmack. Wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, ich mag es nicht ganz so kitschig und dass es so trieft. Und ha, na, da denke ich immer, ha, so ist das Leben meistens nicht. Aber es hat hier natürlich gut in die Stimmung gepasst. Und es waren sehr viele schöne Momente, die mir wirklich zu Herzen gegangen sind. Und wo ich auch so das ein oder andere Tränchen einfach hatte. Und es war wirklich ein Genuss, dieses Buch auch zu hören. Also ich finde auch, dass Hören in diesem Medium, also in diesem Genre wirklich mein Medium geworden ist. Ich glaube auch, dass mir Redwood Love zum Beispiel als Hörbuch unglaublich gut gefallen hat, wobei es auch beim Lesen toll geklappt hat, aber ja, ich glaube, es gibt einfach so Genre, die bei mir mit dem Hören sehr gut klappen und das ist, also Nicolas Barot kann man auf jeden Fall hören. Ich habe auch, glaube ich, von seinen Büchern schon 3 auch gehört, ich glaube, und auch 3 gelesen, ich glaube, es sind ja 7, 8 Bücher von ihm da. Und ja, ich glaube sogar das Lächeln der Frauen habe ich einmal gelesen und einmal gehört und schon zigmal verschenkt. Also das ist wirklich ein Buch, was ich finde, was man auch immer weitergeben kann. Und ich fand auch die Liebesbriefe von Montmartre wirklich super, super schön und passt, finde ich, auch einfach so in die Herbst-Winterzeit, wenn man so ein bisschen was fürs Herz möchte. Und bei eigentlich passt es auch im Sommer. Aber ja, ich habe es gebraucht so als Seelentröster für das kalte Wetter diese Woche. Hat ja auch dann etwas, ne? Und das letzte Buch sozusagen der Woche, das ich euch vorstelle, auch wenn es gefühlt ja nicht das letzte Buch war, was ich beendet habe, aber ja, es ist Silence. Und ich habe die ganze Woche eigentlich kein Buch parallel gelesen, denn ich habe Silence am Montag begonnen und am Freitag beendet und Redwood 1 habe ich davor gelesen, Redwood Love 2 danach. Aber ich wollte ja die Geschichten einfach zusammenpacken. Und dann habe ich Silence gelesen von der lieben Kerstin Merkel. Jetzt wird sich jeder fragen, wer ist denn das? Ja, Kerstin Merkel war die liebe Buchhändlerin bei Hugendubel in Frankfurt, die uns ja im Grunde durch den Hugendubel geführt hat, die uns eine Stunde Details gezeigt hat, erklärt hat, mit der wir ein tolles Gespräch hatten oder auch Gespräche schon am Freitag und am Samstag und ja, die ich im Grunde ja schon auf meinem Sub habe mit Insaney, das werdet ihr jetzt gar nicht sehen, was sie mir auch signiert hat in Frankfurt und das Buch kam jetzt ganz aktuell auch heraus, wurde mir eben auch von Kerstin und auch vom Verlag, vom Niemeyer Verlag zur Verfügung gestellt und dafür bin ich mega, mega dankbar und ich dachte jetzt aber, ja, jetzt fängst du auch mit diesem Buch an. Zudem ist Kerstin Merkel super aktiv auf Instagram und Facebook und postet zurzeit sehr viele Unterwasserbilder, wo man sich vielleicht als Nichtkenner des Buches fragt, was will sie mir denn damit sagen? Spätestens, wenn man in Silence eintaucht, hat man es verstanden. Also es ist klassische High Fantasy, wie ich finde, mit knapp 900 Seiten. Es ist, das sage ich vorneweg, kein Einsteiger-High Fantasy-Buch. Das möchte ich klipp und klar sagen, denn nicht nur, ja, dass es halt 900 Seiten sind, wo man vielleicht als Einsteiger schon irgendwie verzweifelt. Es ist auch sprachlich wirklich schon sehr herausfordernd und braucht einen Moment, bis man drin ist. Aber wenn man High Fantasy gerne liest, dann ist man drin und man steckt auch ganz tief in dieser Geschichte drin. Aber
ja, so viel zu Kerstin und ja, ich bin wie gesagt sehr, sehr dankbar. Und liebe Kerstin, ich grüße dich schon mal auf diesem Weg. Ich weiß, dass du dieses Video bestimmt herbeisehnst und dich hoffentlich freust, dass du jetzt gegrüßt wurdest. Ja, Silence. Silence ist ja im Grunde Stille und Stille begleitet uns im Grunde auch in dieser Geschichte. Denn die Stille ist das Echo der Flut für Unterwasserfans und ja, Reiseabenteurer. Ist es für meinen Geschmack absolut empfehlenswert. Also jeder, der schon mal getaucht ist, geschnorchelt ist, der gerne neue Länder entdeckt, der wird in diesem Buch, wenn er auch High Fantasy mag, absolut ja, sein Buch finden und daran auf jeden Fall auch Freude haben. Wir treffen auf Skylar und ja, die lebt in einer Gemeinschaft, in der Frauen nicht ganz so gut wegkommen, die da doch irgendwie unterdrückt werden, die sehr eingespannt werden, die im Grunde auch nur dafür mehr oder weniger da sind. Das klingt jetzt wieder so hart und es soll jetzt nicht an irgendwelche Dystopien erinnern, ja, die im Grunde dafür da sind, um ja, Kinder zu empfangen und ja, wenn Frauen eben nicht so richtig dazu taugen, wie zum Beispiel bei Skylar, dann werden sie eben auch des Dorfes durchaus mal verbannt. Und so passiert es Skylar, dass sie verstoßen wird und sie macht sich jetzt auf die Suche nach ihrem älteren Bruder, der vor Jahren verschollen ist. Und ja, sie wird auf einem Schiff mitgenommen, auf der eine seltsame Sprache gesprochen wird, die ich sehr cool fand. Denn in dieser Sprache werden einfach Wörter weggelassen und trotzdem versteht man die Sätze. Es ist grandios von Kerstin Merkle ausgedacht. Und hat, also man stockt am Anfang, aber irgendwann hört sich das flüssig an. Also es ist nicht wie Elbisch bei Tolkien oder Dothraki bei George R. R. Martin, wo man immer eine Übersetzung braucht, sondern man versteht dadurch tatsächlich die Sprache einfach, weil eben nur Dinge fehlen. Und das fand ich großartig gemacht. Ja, zudem herrscht auf diesem Schiff und auch bei diesen Schiffsleuten eben eine ganz andere Kultur. Sie sind dem Meer sehr zugetan und sie sind im Grunde auch alles Taucher, Fischer, im weitesten Sinne würde ich das jetzt mal so nennen. Und ja, sie leben im Grunde mit dem Meer und eben manchmal auch im Meer. Und ja, wir lernen eben sehr viel über Skylar, über ihre Kultur, über warum vielleicht auch ihr Bruder verschollen gegangen ist. Aber wir leben natürlich jetzt auch mit ihr. Durch dem, dass sie auf diesem Schiff ist, ja, erfahren wir eben auch diese anderen Kulturen, diese Geschichten über andere Länder. Es werden auf diesem Schiff unglaublich viele Geschichten erzählt und wir lernen Dinge über das fremde Land kennen, über das Meer kennen und wir ja, erfahren auch einiges über das böse schwarze Schiff, das sie dann auch irgendwann mal auf der Reise treffen. Und es gibt eben nicht nur Schönes, was in dieser Welt irgendwie vorkommt, sondern es gibt natürlich auch Abschiede, Lügen, Misstrauen und Missgunst und all das in einer Geschichte verpackt, die eigentlich noch viel mehr Seiten braucht als 900. Und jetzt wird jeder sagen, oh mein Gott, 900 Seiten, ja. Hier muss ich natürlich auch sagen, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, dass sich so ein Wälzer, so ein High-Fantasy-Epos tatsächlich vielleicht in einer Trilogie oder in einer Dilogie vielleicht irgendwie besser verkauft hätte. Also ich glaube, dass manchmal einfach so eine Seitenzahl durchaus abschreckt. Das muss man ganz klar sagen. Das geht mir durchaus auch so und ich habe kein Problem damit, trotzdem dicke Bücher anzufangen. Egal, ob es die Passage-Trilogie ist, ob es Terror war von Dan Simmons, ob es Stephen King ist, in keinster Frage, ob es George R. R. Martin ist. Man hat ja immer wieder Wälzer. Aber ich weiß, dass Wälzer oftmals abschrecken und ich habe da irgendwann mal das Zitat gehört, nur der Anfang trennt uns vom Ende oder irgendwie so und da ist schon was dran. Man muss einfach anfangen, sich drauf einlassen und dann sind 900 Seiten nichts und das ging mir einfach bei diesem Buch tatsächlich so. Die Geschichte ist sehr spannend. Es ist eine Geschichte, die wirklich ganz tief in einen greift, die einen sehr gefühlvoll mitnimmt und die einen einfach eintauchen lässt. Also ich war jedes Mal sehr traurig, als ich das Buch zuklappen musste, aus irgendwelchen Gründen, und nicht mehr weiterlesen konnte. Mich hat diese Geschichte, diese Welt im Grunde einfach verschluckt und irgendwann wieder ausgespuckt und dann war es zu Ende. Und ich fragte mich danach, welchen Sinn hat im Grunde jetzt mein Leben noch. Also es war, ja, mir fehlen tatsächlich die Worte, eine Geschichte über 900 Seiten
die so vielseitig ist, so vielschichtig ist, so tiefgründig ist, zu beschreiben, was das in mir ausgelöst hat. Es ist ein sehr ruhiger Schreibstil, ein sehr tiefgründiger Stil, der dennoch packend ist. Ja, es ist manche Wiederholung drin. Ja, es ist manchmal vielleicht tatsächlich auch ein bisschen zu ausschmückend. Das fand ich aber überhaupt nicht schlimm. Also ich mag das ja wirklich sehr. Ich weiß, dass da viele wahrscheinlich sagen, ja Mensch, jetzt hat sich es aber dreimal erzählt und ja, jetzt haben wir verstanden, wie das Meer und die Wellen sind. Kann ich verstehen, aber ich liebe das. Also ich liebe es, wenn Welten wirklich allumfassend erzählt werden, wenn ich genau weiß, wo ich gerade bin und förmlich das Meer in diesem Fall riechen konnte und auch das Schiff vor mir gesehen habe und auch die Menschen und Charaktere, die hier sind, einfach, ja, im Grunde, ja, mitnehme und mich und einatmen kann. Ich mochte all die Messages, die zwischen den Zeilen erzählt wird, gerade wenn wir Dialoge haben und man merkt, eigentlich steckt da noch viel mehr dahinter, als jetzt hier offen ausgesprochen wird. Und das finde ich toll. Die Charaktere waren unglaublich bildhaft und lebendig beschrieben und auch die Entwicklung, wie zum Beispiel bei Skylar sich das entwickelt bis zum Ende, das war einfach großartig, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Und man hat da eben auch Sympathien, ganz vielen Charakteren, denen man entgegenbringen kann und die einen dann auch nicht mehr loslassen. Natürlich gibt es auch den ein oder anderen Charakter, den man nicht mag, der irgendwie nicht so einem, na, so direkt anspringt vor Freude, sage ich mal. Aber auch der hat eben seine Berechtigung und nimmt immer eine Entwicklung mit. Und irgendwann versteht man das und irgendwann begeistert einen das. Und auch Finn, unser männlicher Charakter, ist für mich mit einer der perfektesten männlichen Nebenhauptcharaktere, die ich je in einem High-Fantasy-Buch hatte. Also er kommt nicht an Samwise Gamgee ran, gar keine Frage, das ist meine große Liebe im High-Fantasy-Bereich, aber ein paar Abstriche später kommt auch schon Finn. Und ich habe Finn wirklich sehr, sehr ins Herz geschlossen und seine besondere Art, wie er auch mit dem Meer verbunden ist, also es ist wirklich großartig. Natürlich habe ich eine sehr große Liebe an das Meer, eine sehr große, ja, Leidenschaft ist das Meer für mich, sowohl es einfach nur stundenlang anzugucken, als eben auch zu tauchen, zu schnorcheln und einfach ein Teil dieses großen Lebewesens im Grunde zu werden. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Und das hat mich in diesem Buch total begeistert und gefesselt. Das muss ich ganz klar sagen. Ich habe mich hier sehr zu Hause gefühlt und verstanden gefühlt und dachte wirklich, es ist irre, welche Gefühle in diesem Buch für das Meer beschrieben wurden, die ich im Grunde ganz tief im Herzen auch habe. Und das fand ich einfach großartig. Und eben auch die Stille, die unter Wasser herrscht und wie toll das ist. Also mir fehlen tatsächlich die Worte. Es ist wirklich ein absolutes Highlight-Buch für mich. Und ich finde aber gar keine Worte dazu, was das in mir ausgelöst hat, wie tief es mich berührt hat, wie grandios ich die Idee finde, wie wunderbar ich den Stil fand, die Ideen fand, die Charaktere fand, einfach diese Welt fand und eben dieses Meer und die Stille. Krach, hier fällt irgendwas runter. Entschuldigt, ich bin erschrocken. Ja, ich fand es großartig. Wie gesagt, es ist nichts für High-Fantasy-Anfänger, weil ich wirklich finde, dass die Sprache schon sehr gehoben ist, dass sie sehr herausfordernd ist und dass man einfach dranbleiben muss. Und ich hätte es tatsächlich wahrscheinlich besser gefunden, wenn auch das Buch im Grunde irgendwie gesplittet wurde. Wobei man dann natürlich wieder sagt, ja, musste man ein Buch splitten. Bei 900 Seiten hätte es das tatsächlich, glaube ich, ganz gut getan. Einfach, dass man nochmal so Luft atmen kann und durchatmen kann, bevor man in den zweiten Teil übergeht. Das ist aber einfach nur so mein Gedanke, den man selbst immer mal kennt. Ich brauche es nicht unbedingt, man kann ja sich das Buch auch so einfach einteilen, aber ihr wisst hoffentlich, wie ich das meine. Und zum Ende möchte ich sagen, ohne zu spoilern, und besonders die letzten Worte im Ende, das ist für mich wirklich absolut perfekt. Ich glaube, perfekter hat nur sehr selten ein Buch geendet und liebe Kerstin, es war einfach Hammer und ich, ja, mir fehlen einfach die Worte, ich bin selbst ganz silenced geworden und großartig. Also wer High Fantasy liebt, wer einfach mal was, eine ganz andere Atmosphäre erleben möchte und High Fantasy jetzt nicht mit irgendwelchen Monstern und Königsthronen, Jägereien oder wir müssen irgendwie einen Ring irgendwo hinbringen, sondern auf dem Meer und sich dazu gesprochen fühlt, der ist hier absolut richtig.
Ja, wie ihr seht, eine rundum perfekte Bücherwoche, die mich wirklich gerade mit Silent sehr sprachlos zurücklässt und auch sehr gefühlig, natürlich mit Redwood Love und Nicola Barova. Also eine tolle, tolle Bücherwoche. Umso überraschender ist es, dass ich eine Serie angefangen habe, die gar nichts mit diesen Themen irgendwie zu tun hat, denn ich habe The Walking Dead begonnen. Ja, ich habe mich am Samstag Nachmittag mit einem lieben Freund getroffen, der mir geschwärmt davor vorgeschwärmt hat und dass er sich jetzt, glaube ich, auf die 8. Staffel auf Netflix freut und ganz überrascht war, so, aller Mensch, Steffi, du magst doch Dystopien und Apokalypsenbücher, wie konntest du denn noch nie The Walking Dead geguckt haben? Und ich dann so dachte, ja, irgendwie hat er recht. Ich bin kein Freund von Zombies, ich habe mich da definitiv früher mal überangesehen an Zombie-Filmen. Ich glaube, das ist einfach so der Grund, auch so dieses sehr ekelhafte, körperliche, was ja Zombies so an sich haben. Und dann habe ich The Walking Dead auf Sky entdeckt und dachte, ach ja, fängst du mal damit an. Ja, es hält immer noch an. Jetzt beim Videodreh. Was soll ich sagen? Ich guck mal, wie es mir weiterhin gefällt und ob ich zum Start der 8. Staffel dann live sozusagen dabei bin. Ich stecke jetzt so in der 2. Staffel. Und wahrscheinlich, wenn jetzt das Video online kommt, der Bücherwoche ist ja schon gefühlt fast eine Woche wieder rum, wer weiß, wie weit ich dann bin. Aber ich finde es sehr, sehr gut. Ich finde es sehr geil gemacht. Ich mag es, die Abgründe von Menschen zu lesen und natürlich auch in der Serie zu sehen, denn wir haben ja eine Zombie-Apokalypse, wo sich die Menschen scheinbar durch einen Virus eben in eine Art Zombie und menschenfressende Monster verwandeln. Und wir haben eben natürlich so Überlebende, die eben ja im Grunde um ihr Leben kämpfen und immer vor neuen Herausforderungen gestellt werden und durch so einen Trupp unterschiedlichster Menschen, die irgendwie zusammenfinden müssen und auch sich selbst im Grunde nach hinten stellen müssen, weil das die Gemeinschaft funktioniert. Und das ist halt schon, also das ist schon ein geiles Thema, dass das manchmal sehr widerlich ist, nicht gar eklig und ich mir denke, das ist so. Und dann ist es gut, dass man eine Serie anguckt, wo man eben auch die Augen zumachen kann. Da reichen dann zwar schon die Geräusche und man weiß genau, ich darf auch an eine Szene überhaupt nicht denken, da wird mir direkt übel, das ist, da müssen wir ganz schnell an Gänseblümchen denken. Ja, also es sind wirklich Momente dabei, das ist nichts für Zartbeseitete, das ist, ich glaube, die Serie ist ja auch ab 18, das ist absolut berechtigt, das ist an mancher Stelle schon sehr eklig und auch Dinge, die passieren, wo man, glaube ich, auch erstmal begreifen muss, also wenn da auf ein infiziertes Kind geschossen wird, das muss man erstmal verarbeiten, ne? Das ist schon ganz schön hart, aber es hat mich jetzt erstmal. Das Fieber hat mich überraschenderweise, es hat mich ja schon bei Luther sehr beeindruckt. Oh, ich kannte die Serie nicht, oh, sie überrascht mich, oh, ich bin begeistert und was mache ich jetzt? Die ist zu Ende. Mal gucken, wie es mit The Walking Dead weitergeht. Gucken wir mal. Dann habe ich angeguckt Batman The Dark Knight. Das ist der zweite Teil aus dieser Trilogie von Christopher Nolan mit Christian Bale, mit meinem Christian Bale als Batman. Für mich der perfekteste Batman. Und eben auch Heath Ledger in seiner letzten Rolle als Joker. Es ist einfach grandios. Ich bin total beeindruckt, begeistert, wie dieser Film gemacht ist, welche Message er hat, wie er und warum er. Und es ist einfach Hammer. Es ist so ein düsterer Batman und ich liebe ihn. Ich liebe auch einfach Christian Bale in dieser Rolle. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Und ich liebe wirklich Heath Ledger. Man sieht, auch ganz unabhängig davon, dass ihn das vielleicht tatsächlich irgendwie ein bisschen zerstört hat, den echten Heath Ledger, finde ich wirklich mit einer der perfektesten düsteren Joker, die Welt irgendwie gesehen hat. Und ich glaube fast nicht, dass Joaquin Phoenix, der den neuen Batman spielen wird, dass der da irgendwie rankommt. Allerdings soll das ja die Vorgeschichte sein, also wie der eigentliche Mensch zum Joker wurde. Ich habe es leider den Namen vergessen. Ich bin sehr gespannt, weil mich die Geschichte vom Joker durchaus interessieren wird. Aber ich weiß nicht, für mich ist es einfach Heath Ledger. Zudem gab es jetzt ja auch den finalen Trailer zu Fantastic Beasts, der zweite Teil der Fantastischen Tierwesen, es ist der dritte Trailer. Und Leute, der war auch sehr geil. Gibt es auch mittlerweile auf Deutsch. Ich habe ihn damals auf Englisch entdeckt, habe ihn dann auch dreimal auf Englisch angeguckt, viermal auf Deutsch, um alles in mich aufzunehmen. Und ich freue mich sehr auf Mitte November, wenn er kommt und wenn das Kino dann gestürmt wird. Das ist echt ein Film, auf den ich mich mega freue. Und ich glaube, ich werde auch den ersten
vorab nochmal gucken. Ich müsste ja auch noch 7.1 und 7.2 gucken, weil das Gelesene ist ja beendet und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Und ja, ich glaube, ich habe jetzt diese Woche nichts Großes irgendwie mehr vergessen. Bücher, Serien, Filme, Gefühlslagen ist, glaube ich, alles abgehakt. Und ja, freuen wir uns einfach gemeinsam auf eine neue Woche, die ja einen Feiertag hatte, für euch hatte, für mich hat. Allerdings ich ja auch arbeite an dem Feiertag. Und ja, für mich sich da nicht sehr viel verändert. Allerdings hatten wir ja auch das Hangout, das Kinsiana-Hangout bei Thorsten ist ja dann theoretisch auch schon gewesen. Das packe ich euch auch mal in die Infobox, solltet ihr es irgendwie verpasst haben. Ich kann jetzt natürlich noch nicht erzählen, wie es war, denn für, also bei mir ist noch nicht Dienstagabend sozusagen. Ja, und jetzt war es, glaube ich, auch genug, bevor ich jetzt gar irgendwie komplett den Überblick verliere. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß mit meiner Bücherwoche, kennt vielleicht auch das ein oder andere Buch oder es hat euch jetzt irgendwie was angesprochen oder was habt ihr selbst gelesen in dieser Woche. Würde mich natürlich sehr, sehr interessieren, ob ihr da Buchtipps habt, Serienempfehlungen. Wie findet ihr The Walking Dead? Bitte alles in die Kommentare, würde ich mich sehr, sehr über einen Austausch freuen. Und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.